Es sollte eine Friedensdemonstration werden und endete in einer Katastrophe. Gerade als sich Demonstranten in der Nähe des Bahnhofs in Ankara versammeln wollten, detonierten zwei Sprengsätze. Zahlreiche Menschen starben. In Panik liefen viele durch die Straßen. Wer konnte, kümmerte sich um die Verletzten. Der Chef der prokurdischen HDP, einer der Mitorganisatoren, stellte Verbindungen zu anderen Anschlägen her. Es ist ein großes Massaker, ein barbarischer Angriff auf diejenigen im Land, die Frieden wollen. Es ist das gleiche wie in Diyarbakir und Suruç. Zu der Demonstration hatten zahlreiche linke Gruppierungen aufgerufen. Sie wollten auch gegen die seit 3 Monaten anhaltenden Kämpfe zwischen türkischen Sicherheitskräften und der verbotenen kurdischen PKK demonstrieren. Nach dem Anschlag gab die PKK bekannt, ihre Angriffe bis auf Weiteres auszusetzen, um die in 3 Wochen stattfindenden Neuwahlen nicht zu stören. Bei den Parlamentswahlen im Juni konnte Erdogans AKP keine absolute Mehrheit erringen, während die prokurdische Partei HDP erstmals ins Parlament einzog. Anschließende Koalitionsgespräche führten zu keinem Ergebnis. Unterdessen kündigte Erdogan an, den Wahlkampf für 3 Tage auszusetzen und den blutigen Anschlag heute mit allen Mitteln zu untersuchen.